Hallo, heute sind wir im Grünen Zoo Wuppertal. Ja, das ist jetzt die Larve eines Uganda-Rosenkäfers. Die Uganda-Rosenkäfer haben drei Larvenstadien. Das ist jetzt das größte Stadium, das ist jetzt L3 nennt man das. Und nach diesem Larvenstadium verpuppt das Tier sich dann und wird dann zum fertigen Käfer. Und eigentlich ist das Tier nicht der Käfer, sondern man muss sagen die Larve, weil die Larve, dieses Stadium, das dauert 1,5 bis 2 Jahre. Und als Käfer, der Käfer dient eigentlich nur noch dazu, sich weiter fortzupflanzen. Die leben dann als Käfer nur noch 3 Monate. Also man denkt ja immer, das Tier wäre der Käfer, sage ich mal, aber eigentlich sind die viel länger diese Larve und erfüllen dann auch ihren biologischen Zweck. Das sind so Destruenten, die so Totholz umwandeln. Die ernähren sich also überwiegend von Totholz, leben auch, wie man sieht, buddelt sich sofort wieder ein. Leben dann in so verrotteten Bäumen und zersetzen diese dann. Und der Käfer ist eigentlich nur noch dafür da, die Art den Fortbestand zu sichern. Die pflanzen sich dann halt in diesem Käferstadium fort. Aber die längste Zeit ist der Käfer hier eigentlich die Larve. Das Substrat, in dem die Larven sich bei uns befinden, nennt man Flake Soil. Das ist fermentiertes Holz, was von Bakterien zersetzt wurde. Das Lignin, also die Holzersatzstoffe und die Zellulose, die in dem Holz sind, die sind also schon vorzersetzt und das ist halt optimales Futter für die Larven. Die ernähren sich also nur von diesem Flake Soil. Man braucht da gar nichts mehr machen, man nur ein bisschen feucht halten gelegentlich, aber das dient als alleinige Nahrung. Der fertige Käfer später hingegen, der ernährt sich eigentlich von so Obstsäften und wir haben so spezielles Jelly, das ist wie so Fruchtsaft mit Gelatine und Vitaminen angereichert und Mineralien in so kleinen Pöttchen und das saugen die dann auf. Der Käfer ist also eher so ein Fruchtfresser und die Larven ernähren sich halt von Totholz oder halt von diesem Flake Soil, was weniger, das fault halt nicht, das schimmelt nicht und das ist halt sehr, das spart uns gut Arbeitszeit und ist optimales Futter für die Larven. Hier haben wir so eine Zuchtbox für die Käfer, wenn die dann sich verpuppt haben, setzen wir die dann geschlechtermäßig zusammen. Am besten mal nur ein Männchen, kann die auch mit mehreren Weibchen. Ja, hier ist jetzt diese Jelly, das ist halt einfach nur so wie so eine Gelatinemasse, die aus Früchten besteht. Das ist ein bisschen dreckig, weil die Käfer immer viel buddeln und wühlen. Machen wir halt jeden Tag sauber, dann kommt das neu da rein. Und das wäre jetzt so ein fertiger Uganda-Rosenkäfer. Die gibt es halt auch in verschiedenen Farben. Und gibt es also in rötlich und das ist jetzt so ein bläulicher Ton und gibt es auch in grünlich. Sind richtig schöne Tiere, die leben aber halt jetzt nur so 3 bis maximal 6 Monate. Pflanzen sich jetzt hier fort, legen Eier, ja, also 40 bis 80 Eier pro Tier und dann kommen dann die ersten Larven und später, wenn die Larven etwas größer sind, sortieren wir die alle aus, trennen die und setzen die dann einzeln, weil die Larven dann auch kannibalisch sind und sich gegenseitig anfressen würden. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.